Und hier ist für uns Hank M. Hallo, freut mich sehr, nach so langer Zeit mal wieder in Bayreuth sein zu dürfen. Ich habe einen Text mitgebracht, ich sag's direkt vorab, der ist ein bisschen schlimm. Also einfach, dass ihr schon mal wisst, jetzt so die nächsten Minuten, da müssen wir dann gemeinsam durch. Aber das Ende ist ganz schön, weil das Ende ist nicht von mir. Das Ende ist ein Zitat, das muss man ja mal kenntlich machen. Und zwar ein Zitat des Sängers und Lyrikers Anton Günther. Sagt da jemand mir was? Logisch. Oh, sind wir verwandt, kann das sein? Wir klären das vielleicht dann im Verlauf des Textes, mal schauen. Der Text heißt, wo die Wälder harmlich rauschen. Ja, das war deutsch. Wenn mich in den letzten Jahren jemand gefragt hat, wo ich herkomme, habe ich oft geantwortet, aus Tübingen, bei Stuttgart. Ah, schöne Stadt, gute Uni, scheiß Schwaben, hieß es dann oft, und es wurde nicht weiter nachgefragt. Die Wahrheit ist, ich habe eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung in Tübingen, weil ich unter der Woche dort arbeite. Wenn ich dann zu einem Auftritt fahre, komme ich also schon meistens von dort. Aber geboren und aufgewachsen bin ich woanders, in einem geradezu sagenhaften Landstrich, über den viele Menschen schon mal etwas gehört haben, aber den kaum jemand mit eigenen Augen gesehen hat und danach noch darüber sprechen wollte. Die Rede ist vom Erzgebirge. Das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet habe. Das Erzgebirge liegt in Sachsen, im sogenannten Crystal-Meth-Dreieck zwischen Bayern, Böhmen und einem gescheiterten Suizidversuch im Hobbykeller. Dunkle Wälder, helles Bier, sanfte Hügel, raue Gemüter. Als ich klein war, als ich noch kleiner war als heute, war ich mir gewiss, dass ich völlig normal sei, dass alle anderen Kinder um mich herum ebenso normal seien und dass ich Hochdeutsch spräche. Ich streunte umher zwischen den immer leerer werdenden Plattenbauten oder im alten Garagenhof, wo sich die ehemaligen Facharbeiter tagsüber heimlich in ihren Wartburg-Fracks betranken. Und ja, ich hatte schlechten Umgang. Trabi-Abgase schnüffeln, Vogelbeerschnaps, polnische Pyros und illegale Kaninchenkämpfe. Viel zu früh war die Party vorbei. Und ich wurde eingeschult. Unter keinen Umständen wäre ich auf den Gedanken gekommen, dass ich nicht normal sein könnte, während andere Kinder viel normaler wären und dass ich mich in einem abartigen Hinterwäldler-Dialekt artikulierte, den außer mir und den paar hundert armen Seelen meines Heimatkaffes keine Sau auf der ganzen großen, weiten Welt verstehen würde. Erzgebirgisch ist nicht sächsisch. Wenn sächsisch die Darmspiegelung unter den Dialekten darstellt, dann ist erzgebirgisch die sprachgewordene Wurzelbehandlung mit einer rostigen Kettensäge bei gleichzeitigem Analprolaps. Erzgebirgisch klingt, wie der Holzmichel aussieht, dem Tode näher als dem Leben, dem Faustkeil näher als dem Laptop und dem Dachsbau näher als der Hochschule. Erzgebirgisch klingt, wie ein Dialekt eben klingt, wenn das ganze Dorf aus zwei Großfamilien besteht, die während der langen Wintermonate komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind und deren einzige Beschäftigung darin besteht, im Vollsuff Wildschweine zu erwürgen. Es folgt ein Funfact, den ich eigens für diesen Text erfunden habe, weil man bei der ersten Staffel der neuen Star Trek-Serie nicht genügend Budget hatte, eigens SprachwissenschaftlerInnen für die Entwicklung der Aliensprachen zu engagieren, ist in allen Szenen, in denen Klingonisch gesprochen wird, in Wahrheit der ausgewanderte Waldarbeiter Ronny Fichtner aus Schwarzenberg zu hören, wie er feinfühlige erzgebirgische Liebesgedichte vorträgt. Niemandem ist das hier aufgefallen. Der Erzgebirge an sich ist zumeist als robustes Raubein bekannt, das zum Frühstück erstmal Treibpfund rohes Fleisch verdrückt und mit einem halben Liter Kräuterschnaps aus der Grenzwald-Destillerie Otto Ficker GmbH runterspült. Und ja, die gibt's wirklich. Und ich hoffe, dass die mich eines Tages sponsern, wenn ich sie oft genug erwähne. Sogar der Wolf meidet die Gegend aus Angst vor den Eingeborenen. Ne? Hier im Freistaat Bayern ist das ja zunehmend in der Diskussion. Ne? Der Wolf kommt zurück, erst die Ossis und jetzt das. Was machen wir denn da? Und hier zeigt sich schon so ein tiefgreifender kultureller Unterschied. Im Freistaat Bayern diskutiert man darüber, wie man wilde Tiere am besten schützt. Im Erzgebirge diskutiert man darüber, wie man wilde Tiere am besten grillt.
im Erzgebirge bedeutet Gleichberechtigung auch nicht, dass bei offiziellen Anlässen korrekt gegendert wird, sondern dass die Frauen nach der Schicht genauso schlimm saufen wie ihre Männer. Man trinkt sich einfach gegenseitig schön, bis alle blind sind, dann klappt's auch mit der Familienplanung, die dementsprechend traditionell aufgebaut ist. Mutter, Vater, Allradkombi, 3 bis 4 Kinder, 5 bis 6 Hunde und 1 bis 2 Mal irgendwas dazwischen, was nicht mehr bellt, aber auch noch nicht wirklich zu sprechen vermag. Wenn man, wie ich, dann irgendwann den Schritt hinauswagt in die große, weite Welt, ist man bisweilen erstaunt, wie bunt und divers die Menschen sein können, wie geil Internet ist und dass man auch außerhalb der eigenen Großfamilie heiraten kann. Sie merken vielleicht, ich habe womöglich ein kleines bisschen übertrieben. So schlimm ist es im Erzgebirge gar nicht und der Dialekt muss einem auch nicht peinlich sein. Zumindest nicht im Vergleich zu Schwäbisch. Es ist ja auch wichtig, über sich selbst lachen zu können und sich der eigenen Besonderheiten bewusst zu sein. Das Erzgebirge ist wunderschön, aber das gilt für andere Regionen ja auch. Woher man kommt, kann man sich nicht aussuchen. Wohin man geht, zumindest teilweise schon. Ich habe absolut keine Ahnung, wohin ich noch so gehe, aber wo ich herkomme, das weiß ich. Wo die Walder harmlich rauschen, wo der Harz so redlich blieht, mit Kanke nicht mächtig tauschen, weil dort mei Heisel steht. Zu dir, du zieht's mich wieder hie, im Winter weiß, im Sommer kri, bei Tag und Nacht, abends und in der Früh, Arzgebirg, wie bist du Ski. In diesem Sinne, kommen Sie gern mal vorbei, wir haben viel Platz und freuen uns immer über etwas Verdünnung im Genpool. Glück auf!